Herzlich willkommen zur NHL Face-Off und zwar wir gehen alle PlayStation-Spiele durch. Folgendes Problem, die NHL, also allgemein die Sporttitel, wurden meistens bei Wikipedia, an denen orientiere ich mich, gar nicht mit aufgeführt als released in Europa. Dadurch habe ich sie alle quasi übersprungen, ohne es zu wissen. So, das müsste jetzt das allererste Eishockeyspiel für die PS1 sein, zumindest in Europa. Oh, wäre das direkt ein Tor gewesen. Hui. Okay. Steuerung hätte ich mal angucken können, mache ich sonst, aber habe ich irgendwie nicht gemacht. So. Ah, okay, das ist, X ist Torschuss. Ja, du siehst hier von der Grafik definitiv einen Unterschied. Wir hatten letztens eins, was so Anfang 98 rauskam, das ist ja definitiv alles in 3D. Hier siehst du auch schön 2D-Sprites, kam raus, Fliege, im Januar, Februar 98. Hat eine sehr, sehr gute Bewertung bekommen. 9 Grad hat der Kollege. Etwas ungesund. Ja gut, das ist ein Distanztorschuss. Ein schönen Speed hast du hier, da kannst du nicht meckern. Ihr könnt euch jetzt auf einige Sportspiele gefasst machen, weil ich will jetzt wieder aufholen bis zum aktuellen Datum. Nesca kommen auch noch die Titel, die... Also alles, was so Serien sind, wurde bei Wikipedia nicht... Oder ist nicht korrekt drin. So, Kreis ist anscheinend das Umtackeln. Ah, Viereck, okay. Viereck und X. Oh, schade. Oh, war ein Tor. Sehr schön. Sehr schön. Wie gesagt, ich habe keinen Plan von Eishockey, aber Eishockeyspiele machen mir eigentlich eine Menge Spaß. Verstehe es bloß immer mit den Abseits nicht so ganz. Jo. Ach, krass, okay. Aber... Also mich stört es weniger, dass das jetzt 2D-Sprites sind, weil es halt geil umgesetzt. Oh, schade, schade. Ah. Komm, 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 komm. Wir rennen auf L1, mal gucken. So, Viereck. Und Schuss, Schuss. Sehr schön. Leider auch keine Cam oder irgendwas. Natürlich Konkurrent war hier EA. Das ist jetzt hier Sony eigenes Produkt. So wurde es zumindest bei Maniac geschrieben. Na komm, holen dir. Was schön, alles schöner Pace, wirklich angenehm. Hast auch so eine leichte Spiegelung hier von der Eisfläche. Dafür, dass es einer der allerersten PS1-Titel ist und am Anfang hast du halt echt das Problem, dass die Konsole noch gar nicht zum Maximum genutzt werden kann. Entwickler müssen erstmal damit umgehen lernen. Wie immer, bei einer neuen Konsolengeneration. Ist das hier ein echt solides Ding? Bäm. Oh, schade. Vielleicht ein bisschen zu viel Druck? Was war denn das? Huck, puck. Ja, yeah, komm, komm. Ah, schade, wäre der Pass durchgegangen. Ah! Sehr schön. Ja, yeah, und jetzt nochmal? Nochmal? Ah! Paul! Gelbe Karte. Ach, Mann! Schöner Speed. Ah, zu früh. Viel zu früh. Zwei Tore. New Jersey sind wir. Ey, diese Fliege. Ja, Stadion 3D und wie gesagt, die Spieler selber sind nur Sprites. Keine deutsche Sprache. Trotz europäischer Version. War halt am Anfang normal. Na komm. Bin erschüttert. Was war das jetzt? Okay. Schnapp ihn dir. So, da haben wir den. Oh, sehr schön.
Schade. Dächte, der wäre drin. Warum nimmt ihr ihn den nicht ab? Hä? So, jetzt hier schnelle Kiste. Das war ein Pass. Okay. Torwart ist verwirrt. Sind wir aber alle ein bisschen. Mach weiter. Will das nicht. Nimm ihn ab, ey. Habt ihr den? Der war in Ordnung. Ja, konnte man so machen. Sehr schön. Wir führen. Jetzt muss man die Führung halten. Am besten nochmal ausbauen. Kreisverteidiger hinten noch faul. Also Angriff. Nicht per se faul. Mehr Angriff. So. Okay. Lustig. Okay, Kreis ist es nach wie vor. Spielerwechsel hatte ich eben auch schon, aber jetzt nicht mehr. Sag mal. So, jetzt Pass und Schuss. Schade. Müssen mehr Spieler flach legen. Wollte gerade sagen, das war sehr optimistisch, aber warum nicht? Ne? Läuft bei uns. So ist mit dem Menü dauert immer so ein bisschen. Aber macht einen soliden Eindruck. Ich meine, gerade wenn du so an die ersten Fußballspiele denkst, die waren auch noch nicht gerade optimal und viele auch noch mit 2D-Sprites. Die 3D-PS1-Fußballspiele kamen erst mit der Zeit und da sie ist halt richtig schöne Qualitätsverbesserung. Sehr schön. So muss das laufen. Glaube, ich werde Eishockey-Fan. Ist geil. Basketball kommt jetzt auch einiges. Ja, ich denke mal, ich werde die alle hintereinander bringen. Das ist halt blöd, die Sachen, die halt eh früher rauskamen, jetzt irgendwie über Monate zu verteilen. Das kommen ja auch in den nächsten Monaten wieder Titel. Das heißt, falls ihr mal irgendwie ein altes Spiel findet, also PS1, was ich noch nicht vorgestellt habe, was aber eigentlich vom Datum drinne sein müsste, definitiv Bescheid sagen, wird es mit eingebaut. Ist halt mit der Datenlage immer ein bisschen kompliziert. Maniac hat mit das Beste. Wenn die es sich vorgestellt haben, dann ist es im Zweifelsfall auch nicht erschienen in Europa. Ist halt echt krass, was die da für eine Arbeit geleistet haben. Pirates, wie viele gibt es überhaupt? Na, 5. Okay. Ich glaube, das war's. Es gibt 2 anscheinend. Okay. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Wenn es gefallen hat, super gerne Daumen nach oben. Und jetzt werden sehr viele Sportspiele kommen. Also nebenbei noch, ne, sind keine Ahnung, wie viele Stück das sind. Schönen Abend euch noch. Bis dahin.